Es ist wieder Ninjago-Zeit. Das dritte Hero-Heft ist da. Das ist ja diese neue Reihe. Da packen sie alte Figürchen mit rein, immer Zweier, und alte Kärtchen haben wir da auch bei. Einmal die LE 10, das ist, glaube ich, von der Insel, die limitierte Karte. Aber die fehlen mir ja auch noch, und so ist das nicht schlecht, da kriege ich die auch zusammen. So, die mache ich erstmal ganz vorsichtig ab. Dieses Heft kostet 5,99 €. Mal zwei Figuren dabei, Wo und Gamadon. Ich glaube, da gibt es auch noch... Ach, dieser Kleber. Wir werden auch keine Freunde mehr mit dem Kleber. Oh, der hat schon leicht den Detsch, aber den werde ich gleich für mich nehmen, weil die fehlt mir gleich noch. So, dann... Oh, ich glaube, das war das Heft wieder, dass das kaputt ist. Nee, das ist nur die Verpackung, wie es aussieht. So. Aber da hat man einmal Wo mit so ein Skelett und Wo mit Gamadon. Wir hatten leider bei uns nur den hier. Sonst hätte ich da lieber das Skelett auch noch mitgenommen, weil das finde ich nicht schlecht. Der Wo ist der gleiche, ist nur halt Skelett anders. Aber der Dings ist auch nicht schlecht. So, einmal Kleber ab. Oh Gott, aua. Dieser blöde Kleber. So. Fangen wir die mal aus. Wir gucken auch nicht, welche Figuren nicht mal dabei sind. Ich weiß gar nicht, wie oft das kann. Ich glaube, das kann jetzt alle zwei Monate. So, dann fangen wir erstmal den Wu aus. So. Ach, jetzt hat er sein Bildchen verloren. Hat er nur ein Gesicht? Ach ja, der hat nur ein Gesicht, weil er nur diese Mütze drauf hat. Aber das finde ich auch echt. Muss ich nur überlegen, wann der bei war. Das ist ein älterer, muss das sein. So kriegt er sein Stöckchen an die Hand und natürlich seine Mütze. Diese blöden Mützen, die kann man auch nicht aufheben, wenn die irgendwo so auf dem Tisch liegen oder auf dem Boden liegen. Ich mache mal Finger nass, damit ich die hochkriege. Weiß ich nicht, ich kriege die nicht hoch. Die Hose auch cool bedruckt. Also ist eigentlich eine schöne Figur. Hinten ein schöner Drache drauf, also finde ich echt cool. Bart ist cool, kann man auch die Einzelteile gut nehmen, den Stock. Die Mütze, das Oberteil, eigentlich coole Teile. Kann man gut verwenden. So, dann haben wir den Gamadon einmal. Der hat auch seinen coolen Knochenhelm noch bei. Ja, hier auch bis unten ein bisschen bedruckt. Ja, der ist nicht schlecht. Natürlich auch noch ein Gesicht. Und der hat sein Helmchen mit dem Knöchelchen dabei. Das Teil ist auch nicht schlecht, das kann man auch gut gebrauchen. Und ein Katana hat er noch in Silber. So, ups. Ich habe das noch in die Hand gedrückt. Na. Ja, der ist auch cool. Zwei Figuren. 6 €. Also, was will man da meckern? Und die sind ja cool. Und Gamadon kann man immer gebrauchen. Hä? War hier ein Schwert extra bei? Achso, der hat zwei Schwerter. Ich dachte schon. Ist denn das rausgehabt? So. Muss ja natürlich sein zweites Schwert auch kriegen. So, dann wollen wir mal gucken, welche nächstes Mal dabei sind. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr das Skelett bei euch auch kaufen konntet. Bei uns gibt es immer noch einen von denen. Das finde ich ein bisschen blöd, aber kann man mitnehmen für den Preis. 2 Figuren. Ninjago ist immer gut, wenn man nie genug haben. So, Comic haben wir auch viel dabei. Ich kann auch immer empfehlen, also 2 Figuren Comic. Schlangen sind auch dabei, die finde ich ganz cool. Die habe ich auch von damals noch, die Figur. Das heißt hinterher. Da haben wir leider nicht alle Sets. Wo und die Kuh. Achso. Cool. Oh, das finde ich auch nicht schlecht. Das ist doch cool. Das ist, glaube ich, das Bild, das ich für meinen Mann mal gemacht habe. Da habe ich mal so einen Bilderrahmen gebaut und dann habe ich so ein Bild ausgedruckt und das dahinter gemacht. So, das hat meine ich. So, Star Wars, bisschen Werbung. Hier noch ein bisschen Dings, Rätsel, Spaß. Rätsel. Achso, finde den Fehler, das mache ich immer gerne. Also, kann man gut das mit anfangen. Oh, wir sind schon auf der letzten Seite und wir haben nächstes Mal Jay dabei. Entweder Jay mit Schlange. Alasha. Oder Jay mit Eisor. Oh, ich will die Schlange haben. Aber wir kriegen bestimmt nur den. Das ist wieder doof. Oh, die Schlange wäre so cool. Mal gucken, welche wir kriegen. Aber das werde ich mir garantiert auch holen.
Jay ist nicht so oft dabei, den kann man auch gut gebrauchen. Und das ist ja auch dieser tolle Anzug mit Kette oder mit Katana, ist auch nicht schlecht. Und er erscheint am 5.1.24, also im Kalender anstreichen. Das werden wir uns auch holen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Guckt ganz gleich in meine anderen Videos. Und abonniert mich oder lasst ein Like da. Noch einen schönen Tag. Tschüss.